Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 106. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ich treibe mich hier auf meinem Server herum und schaue mir Dinge an, die von den Spielern gebaut wurden. Mittlerweile 111 Leute, die sich rumgetrieben haben. Nicht aktuell, die kommen nicht jeden Tag, ist völlig klar. Haben sich mittlerweile andere Spiele gesucht, machen eine Pause, wie auch immer. Ich bin auf Akur. Einen der Startplaneten, wenn man das Spiel beginnt, kommt man auf beispielsweise diesen Planeten runter, wenn man ihn sich aussucht. Man hat die Auswahl von 5 Planeten und die meisten Leute nehmen doch Akur, weil sie es aus ihrem privaten Spiel kennen. Ja, das macht, das ist dann die Ursache für ein Problem, dass der Planet so übervölkert ist. Das heißt, die Leute bauen, wechseln das Spiel, wechseln den Planeten, wie auch immer. Und wir haben den Salat. Als ich hier vor einigen Episoden anfing, mich auf Akur so ein bisschen umzusehen, waren es über 150 Entities, also Objekte. Und ich habe das schon ein wenig runtergefahren. Sag mal, warum haben wir denn da unten noch einen Abandoned Mine Marker? Achso, da hat er das noch nicht aufgebaut. Pass auf, dann kann ich das auch gleich rausnehmen. Das Ding ist ja tot, so wie es aussieht. Ja, wie gesagt, das waren über 100 verschiedene Bauten, Objekte, Schiffe, Bodengleiter, Basen, was auch immer. Und nun sind es nur noch um die 100, also 50 Stück habe ich rausgenommen. Vielleicht sind auch viele weggeflogen, viele kriegen ja mit, was ich hier betreibe. So, Admin, Mod an, die Abandoned Base ist da anscheinend bloß noch die Bodenplatte. Oder? Oh, guck mal hier, versteckt, was ist denn das noch? Versteckt, aber ausgeräumt. Okay, sowas könnte man hier finden, beispielsweise. Ja, das ist auch, guck mal, hast du deine Familie verloren? Du Ärmster bist runtergefallen? Das war die Truppe, die da eben oben rumgelaufen ist. Ja, kann ich jetzt aber auch nicht ändern, du. Das tut mir leid. Kick mal weiter. Okay, warum ist denn das so? Na, irgendwo gibt es hier den Zugang wahrscheinlich, den ich so noch nicht gesehen habe. Na, ist praktisch das komplette Kellergewölbe. Also obenrum haben sie abgebaut. Da sind ja auch schöne Ressourcen von der Sache hier. Egal. Ich nehme das Ding jetzt raus. Das ist treu. Oben rechts steht die ID. Also das ist die 295-3004. Oh, tschüss. Macht ja keinen Sinn, hier so eine Baustelle liegen zu lassen. Keiner kommt mehr her. So, haben wir hier einen großen Kubus, ein Borgwürfel-Landeplatz oder so. So, der Marker wird ja irgendwann weggehen. Man weiß es nicht. Hatte ich nicht? Da, genau. Ich hatte. Ja, ich habe mir. Moment, ich mach mal das mal legit. Den Admin aus. Ich hatte mir mit einem Befehl den kompletten Planeten angesehen. Also der Befehl hat alle Basen aufgedeckt, alle Fahrzeuge, alles, was hier auf dem Planeten ist. Und ich habe eigentlich alle Basen abgeflogen. Das Einzige, was mich jetzt noch kümmert, ist ein kleines Raumschiff, was da hinten irgendwo im Teich liegt. Das hat wahrscheinlich jemand entsorgt oder das Ding wurde abgeschossen, ist dann in den Teich gestürzt, konnte nicht mehr geborgen werden oder wie auch immer. Das werde ich mir nochmal ansehen. Aber ansonsten bin ich dann mit Akur fertig, Leute. Das heißt, alles, was jetzt hier noch ruckelt, kann und möchte ich nicht beseitigen. Weil das sind schöne Basen, die da noch sind, die ich nicht einfach so ohne weiteres rausnehmen will. So, haben wir hier zwei so eine Marker. Okay. Ein kleines Raumschiff und die Basis. Ist in Ordnung. Ja, dann muss ich euch halt eben bitten, dass ihr vielleicht ein kleines bisschen selber aufpasst. Überlegt euch mal, braucht ihr jeden Bodengleiter, der rumsteht, braucht ihr jedes SV oder kann man nicht das CV doch oben im Orbit platzieren? Mit ein paar Schiffen drin, um einfach das Spielen hier auf Akur selber, ja, nicht so, ja, laggy zu machen, wie wir gerade selber sehen. Also irgendwo wird wieder ein Raumschiff jetzt eingeladen oder eine Basis und dann ruckelt's. Das Spiel ist halt eben auch noch nicht optimiert. Das mag sein, dass das bei dir alles wunderbar funktioniert oder besser, weil du den Monsterrechner hast. Aber denk doch mal an die armen Leute, die nicht so einen tollen Rechner haben. Ah, hier das dicke Ding vom Arti. Räum das weg.
Hat jetzt schon 3 Episoden gesagt. Nicht, dass ich das irgendwann selber machen muss. Und ich weiß nicht, ob ich das Ding einfach in Orbit stelle oder rausnehme. Keine Drohung. Nee, nee, natürlich werde ich es, wenn dann in Orbit abstellen. Da unten links waren wir. Okay, Traumschiff müssen wir jetzt? Nee, das ist doch, hier sind wir doch wieder beim Diego, ne? Und jede Meterzahl, die runtertickert, ist ein, ja, ein Objekt. Ein kleines Raumschiff, ein großes, eine Basis, ein Hoover. Und das alles geht ja so ein bisschen auf die Ressourcen. Und ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das am Provider liegt. Und das liegt auch nicht an meiner buckligen Verbindung, die an und für sich ja nicht so schlecht ist. Wenn ein, ja, Telekommunikationsprovider mit 2 Buchstaben und beziehungsweise einem Buchstaben und einer Zahl nicht irgendein Problem hat. So, jetzt müssen wir wieder durch diese bekloppte Barriere durch. Oder nee, kick mal, da hängt noch so ein Schiff. Moment, Moment. Das ist auch wieder so eine Buggy-Geschichte. Das heißt, ich werde dahin jetzt als Admin. Das wird dann wieder weg teleportieren. So, wir stellen uns mal gerade hin. Karre kann ich anlassen, ich komme ja gleich wieder. Buche steht, hängt hier eine Barriere. Kleines Raumschiff KR. Was hoffe ich durch die Barriere durch hier? Ist es weg. Zack. Wie von Zauberhand. Und ich bin auf immer auf dem Boden. Oh, komisch. Wieder zurück. Ah, das fällt dem Server bzw. dem Rechner auch nicht leicht anscheinend. Aber das verschwindet nicht irgendwie. Was ist denn da los? Ich steig mal ein. Und wir fallen. Strom ist alle. Nee, ist nicht. So, nicht durch die Barriere. Ich versuche mich dem zu entziehen, indem ich rückwärts fliege. So, ihr rettet das Schiff. Das sieht doch interessant aus. Ich stell's hier mal ab. Oh, und die lauten Geräusche, das ist jetzt mein Transporter. Urheber großer. Heißt doch einfach kleines Raumschiff auch nicht gut. Bitte benennt eure Sachen und vor allen Dingen der hier. DLR. Keiner stiehlt hier was. Hier kommt nichts weg. Hier gibt so viele Logdateien, wir können im Grunde genommen so gut wie alles nachvollziehen. Oder vieles. Ja, schönes kleines Raumschiff. Haben wir geborgen. Also wenn du das jetzt siehst, hier ist es wieder, kannst du es dir wiederholen. Hier steht's. Wer auch immer oder wem auch immer das gehört hat. Oder gehörte oder gehört. Man weiß es ja nicht. Gut. Da sehe ich Farm. Das ist doch auch was. Alien Nesket. Sit. Schnell mal hin. Ja, das kann sein, dass sich hier noch Leute mit Ahax oder mit Kaffee versorgen. Oder hier generell mal vorbeischauen. Sieht so aus, als wenn hier auch ein bisschen was abgebaut wurde. Oder weggebombt, man weiß es nicht. Haben hier noch POIs rausgenommen. Ich würde noch ein bisschen was stehen lassen. So. Atmen wieder aus. Ja. Dann erkläre ich hiermit. Moment. Die Akkurbesichtigung erstmal offiziell für beendet. Dann richten wir die Nase jetzt nach oben. Gucken wir uns mal um. Sehen wir irgendwo den Mond durch Zufall? Nö. Kein Zufall. Müssen wir so. Weil der Mond, den will ich mir noch angucken. Wer weiß, was da los ist. Bleiben wir mal außen. Mal liegt ja nahe, dass da auch was gebaut wurde. Wie gesagt, größter Startplanet. Mit dichtester Bevölkerung. Ich glaube, das Debug-Interface da oben rechts mittig. Mittig rechts mache ich auch gleich wieder aus. Ich glaube, das stört doch irgendwie. Ist aus. Ich warte nicht. Das ist jetzt, weil ich aus dem Orbit rausgeflogen bin. Natürlich.
Also natürlich, der Mond ist hinter uns oder hinter dem Planeten. Schauen wir uns doch mal um, was ist denn hier sonst noch alles? Zeug. Dalowanne, die kenne ich. Ah, das ist der Parkplatz, den sie mir gebaut haben. Praktisch ein Hangar. Ja, kann ich da die Wanne eigentlich auch gleich wieder mitnehmen? Das fliegt ja hin und zurück. Bodengleiter, 7 Kilometer. Aber das ist genau die andere Seite vom Planeten, nehme ich an. Ist jetzt hell wie der Tag. Falsche Seite. Hangar steht offen. Ja, durch die Beleuchtung hier oben, die ich jetzt hier oben drauf habe, ist es ein bisschen heller. Bloß ich muss ja auch nicht ständig da hinten parken. Egal. So. Ja, damit. Düsen müsste ich, glaube ich, anmachen. Jawohl. Düsen sind an, dann suchen wir uns mal den Mond. Schauen wir mal, was uns ansonsten noch hier im Orbit auffällt. Sollte ich mir das mal alt markieren, was ich hier schon gesehen habe und was nicht? Ist das jetzt, weil ich auf Akua selber den Maps-Befehl benutzt habe? Kann das sein, dass er mir deswegen hier alles zeigt? Termika Station und ein kleines Raumschiff ohne Namen. Dann haben wir hier hinten Bodengleiter BG. Pass auf, dann machen wir mal so. Ne, jetzt hat er mir die Ressource. Ach so, Moment. Moment, Moment, Moment. Wir haben hier Modis erstes. Wir haben Peheros Titan. Pehero habe ich auch eine Weile nicht gesehen. Der Parkplatz, was diese kleine Dock, was sie um mich herum gebaut haben. Termika Station kennen wir. Modis erstes und die Megaschmelze kennen wir auch. Peros und Modis Dingens, ja. Und gehen wir da mal gucken. So, was ist denn das nächste? Modi ist da hinten. Bodenleiter BG. Okay, dann müssen wir doch hier rum. Schauen wir mal beim Pehero vorbei. Da oben ist der Parkplatz. Mal die Dockwerft. Macht das mal ein wenig aus. Ahnung, ob das jetzt was selbstgebautes ist oder ob das Workshop-Material ist, dem wir uns da nähern. Das ist nicht richtig ausgerichtet. Das hängt schräg im Raum. Da werde ich auch mal ein bisschen mit Abstand parken, damit sich hier diese Gravitationsdinger nicht ins Gehege kommen. Dann den hier. Schubdüsen aus. Waffe werden wir hier oben nicht brauchen, nehme ich an. Und hängen geblieben. Wollte ich es mal sportlich machen? Ist nicht. So. Das ist auf den ersten Blick auch so ein bisschen Star Trek-Derivat. Vielleicht von der Form her. Ah, werdet ihr mich wahrscheinlich jetzt abstrafen? Nee, ist ja Freelancer. Nee, ist ja X. Keine Ahnung, Leute. Ich habe bloß hier hinten diese vier Pylonen gesehen. Und das sieht das zerbombt aus, weil ab und zu fehlt mal so ein Stein irgendwie. Oder sind das Designelemente? Kann man sich ja auch nicht sicher sein. Große Ding. Ich habe mal den. Kennen wir das? Das kennen wir. Bin ich der Meinung.
Das ist das Ding, was auf den Planeten in drei Teilen rumliegt. Deswegen kennen wir ihn. Gut, das ist praktisch, wie gesagt, das sind die drei Teile, die auf dem Planeten rumliegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Vergibt mir das. Deswegen fehlen ja auch diese Blöcke teilweise, weil es nicht richtig restauriert ist. Nice. Hat er jetzt selber gemacht? Muss ich nicht weiterfliegen, um zu sterben. ja, wollte ich mal wissen. Perus Titan 2 von Krischik. Krischik oder so. Ist wahrscheinlich auch ein Klingone, so vom Namen her. Ja, fettes Ding im Akua Orbit. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Also, ich mach's jetzt nicht, weil wir halt in dieser Ruine auch schon in vielen Episoden drin waren und vieles würde sich jetzt wiederholen. Wollen wir ja nicht. So, mache ich hier wieder die Namen an, damit ich das nächste finde. Obwohl, das nächste, was ich finden sollte, ist wohl die Wanne. Na, bremsen. Hallo. Okay. Das wäre die ein oder andere Delle. Obwohl, hat mein Schiff schon Dellen? Könnte ich hier mal. Sirene ist auch nicht mehr so frisch. Zumachen. Na, ich muss hier auch Bewegungsmelder einsetzen. Wird kein Weg dran vorbei. Mache ich. Irgendwann. Jo, wieder hoch auf den Hocker. Schubdüsen bitte. Batterien, Luft. Und so, ist alles da. Sehr schön. Was wollte ich? Ich wollte hier ihn hier. Setzen wir die Reise fort. Und zwar zu diesem Bodengleiter in 6 Kilometern Entfernung. Ja, machen wir das hier aus. Obwohl, dann finden wir den Bodengleiter ja nicht. Das sieht so blöd aus, wenn hier der Schriftzug hier Dalo Transporter da so rumzuppelt. Weiß auch keiner, wie man das wegkriegt. Also wenn ihr da Ideen habt, sagt mir das mal. Also jetzt einfach einen Namen rausnehmen. Also den Text rausnehmen, ist Blödsinn. Das würde nichts helfen. Weil dann immer noch die Entfernungsangabe 109 Meter da wäre. Übrigens, Entfernung von was? Vom Kern? Der Kern soll 109 Meter entfernt sein? Oder jetzt von der Kamera, von wo ich gucke? Oh doch, guck mal. Die Entfernung, wo ich gerade mit der Kamera bin. Ist ja komisch. So, und jetzt aufpassen, dass wir da nicht an das Ding rinschreddern. Bodengleiter, was macht übrigens ein Bodengleiter hier oben? Die Megaschmelze. Hier stand ich doch ewig, aber nicht ewig, aber einige Episoden mit der Wanne. Ist das eins von meinen Geschützen? Oder so? An. Ah, den muss ich wieder neu aktivieren. Da ist ja irgendwie nichts. Die Bug-Interface kriegen wir hier irgendwas. Jetzt an das Ding ran. Tja, hier ist jetzt wieder 5000 Sachen Bodengleiter BG.
Na, da sind wir wieder auf Akur. Hier geht's los. Die ganzen Asteroiden. Pharos, ein Alien-Dingens ist hier irgendwo unterwegs. Ein Carrier, Termica Station, das bin ich. Das meine Wanne. Gut, das sind hier die vier Geschütze, die ich an allen vier Ecken habe. Die haben auch keinen Namen. So, was ist denn das hier? Bodengleiter BG. Bodengleiter, Bodengleiter, Bodengleiter. Ich weiß es nicht. 538-60-47. Ne, das sind auch nochmal hier die Geschütz-Dinger. Das scheint hier nicht aufgeführt zu sein, dieses, was wir vor uns sehen. Also insgesamt 23 Entities gibt es hier auf dem Playfield, also 23 Objekte, darunter auch beispielsweise der Transporter, diese Dock, wo ich mit der Wanne drin stand, Main Floor. Modis erste, dort wir uns ansehen, die Megaschmelze, hier stehen wir gerade neben. Der Bodengleiter nun ist. Zugehen, hallo. Fünfmal geklickt, will er nicht, gut, dann machen wir es so. Ja, also wenn das hier einer von euch sieht, Dave, Taylor, meine Power-Admins, was könnten das sein? Jeder Ideen? Ja, merkwürdige Sachen. Guck gerade mal, fehlt mir hier irgendeins meiner Geschütze? Nee, und wir machen jetzt Pause. Ich werde in der Pause meine Eckgeschütze umbenennen. Weil ich euch auch sage, dass ihr alle bitte benennen sollt, wenn seht, auch mit einem Namenskürzel oder so, dass so einigermaßen nachvollziehbar ist, wem hier was ihr hört. Das ist einfach nur hilfreich. Also auch wenn euch mal was verloren geht, ist es immer gut, wenn man einen Namen hat. Weil wenn man nach einem kleinen Raumschiff in Klammern KR sucht, ist es für die Admins unter Umständen sehr, 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 sehr schwierig. Gut, wir machen nun aber Feierabend. Ich stelle mich hier unter, sonst wird mir wieder zu kalt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei, www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.